Richtig. Auch hier und jetzt geht es um das Drama Faust. Neben Dr. Faustus und Gretchen spielen Mephisto und Marthe wichtige Rollen. Mehr zu den zentralen Figuren dieses Dramas und deren wichtigsten Charaktereigenschaften erfährst du jetzt. Dr. Heinrich Faust ist der dramatische Protagonist des Werks. Egoismus und Arroganz zeichnen ihn aus. So beschreibt er sich zu Beginn des Werks als gottgleich. Und seine Überheblichkeit wird im Gespräch mit Famulus Wagner deutlich, dem er oft herablassend und arrogant begegnet. Faust gilt zudem als ein wissensdurstiger Universalgelehrter, der sich sein Leben lang mit den verschiedensten Wissenschaften beschäftigt hat. Trotz seiner Egozentrik und Selbstbezogenheit, oder gerade deswegen, erlebt er eine Existenzkrise. Sein großes Wissen reicht ihm nicht aus, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Faust strebt nach einer höheren, göttlichen Existenz, die er im irdischen Leben nicht finden kann. Er möchte verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Vers 382 folgender. So wendet er sich dem Übernatürlichen zu. Er beschwört den Erdgeist und das Zeichen des Makrokosmos und ist sogar kurz davor, sich das Leben zu nehmen, doch scheitert er, eine höhere Erkenntnis zu gewinnen. Darüber hinaus ist Faust Teil der Wette zwischen Gott und Mephisto. Er gilt somit als Repräsentant des Menschen, der strebt und irrt. Seine Krise und sein Pessimismus gegenüber dem irdischen Leben ermöglichen den Pakt mit dem Teufel Mephisto. Durch ihn erfährt Faust die sinnlich-irdische Welt und durchlebt eine Wesensveränderung. Er ist nun voller Tatendrang und genießt das Leben in vollen Zügen. Faust bemerkt schnell die Zwiespältigkeit seiner Seele. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Vers 1112 folgender. Durch die Verbindung mit Gretchen erhofft sich Faust die lang ersehnte Erfüllung, doch ist er unfähig, sich zu binden. Stattdessen nutzt er die Beziehung, um seine Triebe zu befriedigen. Gleichzeitig sind ihm jedoch die negativen Folgen seines Handelns auf Gretchen bezogen bewusst. Trotzdem ändert er sein Verhalten nicht. Hierin offenbart sich erneut sein egozentrischer Charakter. Stets versucht Faust, die Schuld, die er an Gretchens Tragödie trägt, auf andere abzuwälzen. So flieht er am Ende gemeinsam mit Mephisto, nachdem sich Gretchen Gott hingegeben hat, um erneut zu streben und zu irren. Mephisto tritt als Gegenspieler Gottes auf und verkörpert den Teufel. Im Gegensatz zu Gott ist er jedoch nicht allmächtig, denn er unterliegt dem göttlichen Schöpfungsplan und ist somit ein Werkzeug Gottes. Hier kann man die Frage anknüpfen, ob Mephisto als untergeordneter Gottes die Wette überhaupt gewinnen kann. Seine Charakterzüge sind äußerst vielschichtig. Er ist listig, manipulativ, eloquent, also wortgewandt, und unfähig für jegliches Empathieempfinden. Damit versucht er, Faust für das triebhafte Leben zu gewinnen und ihm vom Streben nach einer höheren Erkenntnis abzubringen, denn für ihn sind Menschen nicht für Höheres bestimmt. Hervorzuheben ist, dass Mephisto nicht für alles Schlechte im Werk verantwortlich ist. Er handelt im Dienste Fausts. Dies zeigt, dass der Mensch für sein eigenes Handeln verantwortlich ist, obschon man davon ausgehen kann, dass Mephisto Fausts Handlungen anstößt, sie jedoch nicht ausführt. Gretchen bzw. Margarete ist etwa 14 oder 15 Jahre alt und wird als tugendhaftes und gottesfürchtiges Mädchen beschrieben, das aus einer kleinbürgerlichen Familie stammt. Als Inbegriff von Unschuld und Frömmigkeit ist Gretchen immun gegen Mephistos böses Wirken und erkennt schnell seine teuflischen Absichten. Sie gilt daher auch als Gegenfigur zu Faust und Mephisto. Auffällig ist, dass der Name Margarete im Laufe des Dramas zu Gretchen wechselt. Der Übergang zu Gretchen verdeutlicht Gretchens Wandel vom tugendhaften Mädchen zur sündhaften Verehrerin Fausts.
Im Gegensatz zu Faust, der Gretchen sexuell begehrt, empfindet Gretchen eine selbstlose und starke Zuneigung gegenüber Faust. Ihre Naivität und Unsicherheit macht sie empfänglich für Fausts selbstsüchtige Absichten. Folglich gerät Gretchen in eine existenzielle Not. Sie gibt sich Faust hin, vergiftet ungewollt ihre Mutter und wird, von Faust schwanger, sitzen gelassen. Ausgegrenzt von der Gesellschaft wird sie wahnsinnig und ertränkt ihr eigenes Kind. Am Ende des Dramas nimmt sie im Kerker ihr Schicksal an und hofft auf göttliche Erlösung, die ihr am Ende zuteil wird. Marthe ist die Nachbarin und Vertraute Gretchens und tritt als Gegenfigur zu Gretchen auf. Verlassen von ihrem Mann ist sie nun offen für eine neue Heirat. Marthe versucht nach außen als moralisch richtig handelnde Person zu wirken, doch ist sie eigentlich manipulativ und gierig. So weint sie öffentlich um den vermeintlichen Tod ihres Mannes, unwissend, dass dies eine Lüge Mephistos ist. Doch eigentlich hofft sie nur auf Geld und den Totenschein, um sich neu zu vermählen. Mephisto nutzt diese Tatsache und Marthes materialistische Gier, um sie zu manipulieren und sie als Helferin zu instrumentalisieren. Beim Spaziergang im Garten wird schnell klar, dass die Trauer um ihren Mann nur gespielt ist, denn Marthe macht deutliche Annäherungsversuche gegenüber Mephisto. Gut, nun wissen wir mehr zum Charakter dieser vier Figuren. Doch wie stehen diese jetzt zueinander? Die Figurenkonstellation zu Faust 1 sehen wir uns im nächsten Video an. Tippe einfach hier links oder auf unsere Lektüre-Playlist. Abonnieren und Video an Freunde teilen und bis denne. Ciao!